Moin, meine lieben Leute, herzlich willkommen natürlich. Ihr seid wieder herzlich mit dabei bei Outlast 1. Ja, wir müssen hier vorbei. Wir brauchen ja eine Schlüsselkarte für den Security Room. Room. Oh, Toilettenpapier. Braucht einer von euch? Hunger. Kann man dir eine Decke bringen oder so? Wenn ich eine Decke holen soll, sag's ruhig. Alter, dein Gesicht sieht ja auch irgendwie hässlich aus. Ich bin nur ehrlich. Ich bin wirklich nur ehrlich. Oh, oh, deformiert, deformiert, deformiert. Ach du Heilige. Notiz. Eine Reihe gebrochener, wahrscheinlich gebrochener, Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Eine Hülle ihrer selbst. Also. Oh. Oh, der hat ein angeknabbertes Bein. Oder haben sie sein Bein irgendwie zu einer Flosse gemacht? So, zu Dolphin? Keine Sorge, du hast keine Rasurpickel in der Fresse. Ich glaube, mit Lisa zu knutschen war doch nicht so gut. Ich glaube, die hatte Herpes. Spaß beiseite auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben jetzt gleich keine Probleme. Wenn nicht, verstecke ich mich einfach hier und kauere. Okay. Genug geweint, wir müssen weiter. Wir sind ein Journalist, hallo? Wir sind Miles Archer. Okay, da ist es. Verdammt. Die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal aufgenommen. Okay. Aber wir haben ein Problem. Nämlich. Es hat gespeichert. Oh, das ist eine Batterie. Ja, dann hole ich mir den mal. Ich meine, wenn ich hier drin bin, kann mir keiner was antun. Also bitte, jetzt mal ehrlich, wer soll mir hier was antun können? Ich kann doch nicht drüber springen, oder? Ich muss echt sagen. Hey Leute, ich hab das nicht so gemeint vorhin. Also, ich finde, was da läuft, ist auch ziemlich geil. Ich glaube, Desperate Housewife oder wie das auch noch hieß, ja, das ist gerade irgendwie in wieder. Geht auf Netflix. Das ist mein Tipp. Hab's noch nie geschaut. Oh! Alter, geh weg! Du Made. Geh! Okay. Warte mal. Hauen Sie verdammt nochmal ab. Oh Mann, irgendwie tut er mir jetzt auch leid, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was kann man dafür? Das sind doch alles nur gebrochene Menschen. Oh. Ich glaube, wenn ich da zu lange reinschaue, bin ich irgendwann. Ah, blödelig. Ich würde mal sagen, komm, lass doch mal die Tür zuziehen. So. Dann hat er auch seine Ruhe. Wir wollen ihn ja nicht nerven. Der ist doch, wisst ihr, der ist doch eh schon seelisch am Ende. Also jetzt mal bitte. Der ist so seelisch am Ende, der kauert da nur noch herum. Das können wir ihm nicht antun. Also wirklich, ohne Witz, das können wir ihm nicht antun. Ich hab ne Karte, denn ich bin sowas von Beirut. Hier verstecken. Daylight. Schließ diese Tür. Überschließ ich so eine Tür, ey, anstatt dann hinterher ein Problem zu haben.
So. Erstmal hacken, Leute. Das ist Security System. Ey. Nein. Nein. Scheiße. Notstrom. Ich hätte noch gern ein bisschen Parmesan. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Geh, geh, geh! Links oder rechts, links oder rechts? Ist aus. Ich renn lieber. Wir müssen runter. Das ist sowas von klar. Alter Schwede. Oh ja. Das ist eine Notiz. Und ich denke mir gerade so: Verdammt, warum habe ich eigentlich das Spiel angefangen? Kann mir das jemand mal sagen? M-Cultural Programm, CIA-Dokument Nummer, bla bla bla, S1, Auszug an Akte betreff, hypnotische Experimente und Forschung, 10. Februar 1954, okay. Also ziemlich weit zurückschauen. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Es wurde erstens, es wurde eine Posthypnose der vorrangenden Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und dies auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn die nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Oh, wir haben 6 Batterien. Eher eigentlich nur 5. Ich mache die gerne leer. Storage Room, Electric Room, Machine Room. Ja. Hier ist jemand. Ah, ja. So, jetzt haben wir wieder 6. Oh, oh. Nein. Direkt rein. Der macht die Tür auf. Der macht sowas von die Tür auf. Ich lasse jetzt lieber mal aus, weil ich will jetzt auch nicht hier die Batterien verschwenden. Also mit was die alles eigentlich hier arbeiten?
Jetzt macht er erst die Tür auf. Er hat eine andere Tür aufgemacht. Da ist er, da ist er. Oh nein, 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 nein. Ja, nebenan, nebenan. Guck danach, aber nicht hier, bitte nicht hier, bitte nicht hier, bitte nicht hier. Komisch, wenn man erst ein Katzenspiel noch gezockt hatte. Ich versuche dem Typen vehement einfach aus dem Weg zu gehen. Bett stecken. Oh, ich habe dann Knüppel, glaube ich, gesehen durch die Türe. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, geh weg von mir. Jetzt nicht nachgucken. Nicht nachgucken. Nein, 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 nein. Ich war mir gerade so sicher, dass der uns vom Bett rauszieht, ey. Oh, das ist eine Batterie. So. Oh ja, Mann, wir kriegen Batterien. Wo geht's in den Raum hinein? Oh, noch mehr Batterien. Boah, bin ehrlich. Kurz gucken, ganz, ganz kurz gucken. Ich würde sagen, lass das Ding einschalten. In den Schrank gehen. Eigentlich in einen anderen reingehen sollen. Und warten. Wie schnell kann der denn bitte sein? Digga, was ist denn falsch bei dir? Egal, ich renne jetzt gleich, wenn er mich rauszieht. Geh weg. Digga, bitte. Ich will nicht. Langsam. Oh mein Gott! Schnell, 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 schnell! Erleuchtet! Ich bin erleuchtet! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Ah! Oh! Lass mich in Ruhe! Oh! Du kleines Kellerkind, Alter! Wer hat eigentlich hier die Tür zugemacht? Oh, Entschuldigung! Oh! Ich hab mich gerade so erschrocken, Alter! Leg mich fett, Alter. Da kommt er einfach aus der linken Ecke. Du kleiner Kackbratze. Die Tür kann ich jetzt auch nicht mehr zumachen. Ist ja auch toll, Mann. Hätte ich lieber offen lassen sollen. Okay.
Aua! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Okay. Wow. Einfach mal in der Gummizelle aufwachen. Rest in peace. Oh. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist, aber er ist schon mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Wo steht das? Wo steht das, dass jetzt Wernicke tot ist? He did not kill enemies. Alter! Dankeschön! Okay. Kann ich nichts machen? Alter! Was war das? Hallo! Oh! Hat gesagt, er soll dir nichts tun. Hat er gesagt. Aber wenn die Katze aus dem Haus ist. Was dann? Kann man hier vielleicht die Tür zumachen? Ich glaube, er sollte da lieber drin bleiben. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks. As would I. The preacher asked us not to. It would be right. Das sind die von den Bildern. We give him a running start. There's an idea. Ich würde ja gern dein Auge sehen, ob du vielleicht auf einem blind bist oder eine andere Augenfarbe hast, aber du hast das Gesicht halt. And liver. They are yours. Kannibal. Oh. Stimmt, da war ja was. Wir bleiben mal oberhalb lieber von der Gürtelzone, wollte ich immer gesagt haben. Ladies, da gibt's nichts für euch. Er speichert. Okay, der hat seine Tür wieder zugemacht. Was machst du? Oh, der hat. Sie sehen aus, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Oh! Okay! Ja gut, was machen wir jetzt hier? Weiß nicht. Ich gehe hier gerade mal gerne die Tür noch ablaufen. Immer so nach einer Batterie mal gucken. Ist nichts drunter. Okay.
Ist okay für mich, weißt du? Ich hoffe, der lässt mich diesmal in Ruhe. Sie sind in meinem Blut. Sie wollen raus. Ich kann es spüren. What the fuck? Ja, liebe Leute. Dann würde ich sagen, hier an dieser Stelle machen wir mal einen Cut und wir sehen uns erst wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.